Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Auf die Welt! Segel! Segel! Zeit für ein Lied! Long is the shadow and is the das muss nur, kurz warten. Da haben sich Soldaten verschanzt! Hier müssen wir rudern, Eivor! Hier können wir nicht segeln. Zwei Trupps. Versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Wigmund weiß, dass wir kommen. Wigmund, du ehrloser Dieb! Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund! Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut, von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wigmund, Wigmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Ha! Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen. Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schwerenden Wunde. Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer. Das geht ganz yes. schnell! Jetzt! Dänen von Grantabrück hier! Nehmt euch, was euer ist! Oh, sieh dir Grantabrück an! Was hat Wigmund getan? Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Ermüdet den Abschaum. Ich
habe Wiegmund nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus! Dort finden wir ihn sicher. Erbärmlich! Tötet ihn! Jetzt wird abgerechnet! Ich bin bei dir, Soma. Versucht es doch! Wiegmund! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Komm und stell dich deinem Ende! Heidnische Aale! Wiegmund ist weg! Er ist weg! Bleib standhaft! Jeder, der für Wiegmund kämpft, wird sterben! Machen dich einfach! Möge dein verwanzter Körper meine Felder düngen. Eivor, zu mir! Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Seht euch alle an! Krieger! Stattlich! Gut aussehend! Blutgetränkt! Grantabrück gehört endlich wieder uns! Und morgen treten wir die letzten von Wiegmunds Feuerchen. Doch heute Nacht
feiern wir wie die Götter! Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Du könntest einen Angriff planen und sehen, ob es den Verräter hervorlockt. Das ist zu gewagt. Diese Schlange könnte uns jederzeit wieder hintergehen. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Soma, diesen Tunnel zu bauen. Ein gemaltes Kreuz. Eine Spur gelber Farbspritzer. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert und dann die Angreifer eingeschleust. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Bleib meiner Burg fern
ihr Ratten! Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha! Ihr Heiden und eure Götter! Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder! Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer geschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt. Dann segelten sie los, mit Verbündeten als Besatzung. Wir kämpfen!
dich aus! Mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Was passiert ist. Vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen.